Hallo Leute, ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von Shovel Punish Them. Wir fangen gleich mal hier an. Das ist der nächste Checkpoint. Level 17, Leute. Ich habe mir gedacht, also wie wir... Oh. Meine Arme. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Ich werde jetzt nicht suchen Level 19 und so weiter, sondern wir machen gleich mal so richtig ja, eins nach dem anderen, damit es lustiger ist und so weiter und so fort. Die Gegner sind jetzt echt viel härter geworden. Wir sind irgendwo im Labyrinth, also so heißt dieser Gegend. Ich werde euch den Namen später zeigen, nachdem wir hier fertig sind. Schau mal, eine neue Rüstung, 30 Defense, ich will nur gucken, naja, das sieht besser aus, als es eigentlich hier aussieht, ne? Okay, los geht's, irgendein Labyrinth, hier, glaubst du, ich sehe dich nicht, oder was, hast du dich als, Berg verkleidet. Also nachdem wir Level 20 durch hatten, habe ich hier gemerkt, dass auch Gegner 19, also bei dem Training, wo ich gemacht habe, dass da auch die Gegner ziemlich stark geworden sind. Wo ich halt einfach trainiere, da war Level 16, Level 20 sogar und Level 19, die habe ich mal gehabt, leider ohne Aufnahme. Ja, lauf. Na, das ist wirklich ein Labyrinth. So. Hey, wisst ihr was? Eure Pfeile könnt ihr euch sonst wohin. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Und ich habe gemerkt, dass meine Einheiten, also das habe ich gewusst, dass die so Training brauchen. Weil die sind echt noch sehr schwach. Wenn ich denen nicht helfe, werden die draufgehen. So. Und zwar sehr schnell, und das wollen wir nicht, weil alleine haben wir hier auch mit unserer Level 20 keine Chance. Wenn sie im Haufen angreifen, hier sind jetzt Gegner mit 17. Level. Ich glaube zwar nicht, dass wir neue Waffen jetzt haben. Aber das gucken wir trotzdem mal nach, ob wir wirklich neue Waffen haben, weil also etwas stärkere Waffen wäre nicht schlecht. So. Los geht's. So, wir schauen mal, was wir hier. Oh, noch einer. 31 Defens. 30 Defens. Also, ich glaube, die 36 werden. Pandemona hat sowieso 51. Du hast 31. Jetzt ist die Frage. 31,9. 31,8 plus 7. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber es passt, glaube ich, sogar zu den Handgelenken da, zu diesem hier. 7,2, 30,9. Ja, sieht gut aus. Ja, wir kommen schon, Leute. Braucht ihr nicht gleich glauben, wir haben euch vergessen. Haben wir nicht. Natürlich, wir
Wir waren nur beim Umziehen. Sozusagen. So, jetzt schauen wir, was hier ist. Ah, einer hat sich im Berg versteckt. Ein Elite-Soldat. Komm mal raus. Aber unsere Waffen gehen auch durch den Berg durch. Komm mal raus. Blöder Arschgeige, komm mal raus. Ja, da hat sich da festgebackt, aber wir können ihn rausholen. Ja, die sollen das schon schaffen. Ich werde mal hier ein bisschen Bücher sammeln. Ja, ich werde jetzt diesmal nicht so machen, dass wir wieder irgendeine wird dann viele Bücher sammeln, sondern wir verteilen an denen, die die schwächer sind als die anderen. Das heißt, wir haben Eve, glaube ich, Level 14 und die andere. Pandemona ist schon Level 15. Und Leute, wir müssen noch in dieser Folge noch etwas tun, und zwar verteidigen. Ja, das werden wir auch noch machen. Bleib ruhig liegen. Ich muss immer aufpassen, Leute, dass meine, ja, meine Mädchen hier nicht verletzt werden. Folgt mir. Oh. Dieser Level ist schon riesengroß, ne? Also wenn ich so sehe. Hallo, folgt mir doch. Seid ihr hier festgebackt oder was? Das ist jetzt unser Eve, ne? Follow me. Wo sind die restlichen? Keine Ahnung. Anscheinend muss ich hier jetzt alleine machen, aber. Ist okay, mit meinem Level 20 haben die keine Chance gegen mein Schwert und mir. Das Problem ist aber, die sind irgendwo da, sind die. Die kommen. Komm mal her. Ladies, herkommen. Wir laufen weiter, follow me. Wir laufen weiter. Ladies. Ach so. Da ist jemand wohl nochmal festgebackt, der Gegner, und deswegen versuchen die jetzt den fertig zu machen. Das lebende Stein. So, jetzt folgt mir, der ist tot. Follow me. Folgt ihr? Folgt ihr. Gut, ihr seid brav. Brav folgen. Der hat nicht mal gesehen, wie der Schwert zu dem kam. So, wartet mal, Leute, ich muss jetzt gucken, ob wir was für Sachen die hier gesammelt haben. Neu. 20. Okay, die sind schwach. 6. Die hat eh jetzt 20, ja. 30. 31. Aber die hat wieder mal so ein schöner
So, du bist jetzt 14 Level, ne? Du kannst sie mal gleich mal nehmen. Du. Auch, du nimmst aber noch den hier. Warum mache ich das jetzt im Kampf? Weil, weil ich Platz schaffe. So. Haben wir noch ein Buch vielleicht? Noch ein Buch wäre cool. Ja, haben wir. Und zwei Rollen. Also hier ein Buch. Und die hat noch ein Buch gehabt. Und wir haben noch zwei Rollen. So. Und jetzt würde ich gerne etwas schauen. Und zwar hier. 20, die Schuhen. 20, 23. 18. Also. Los. 16. Jetzt hat sie so rote Schuhe, die können wir verkaufen. Ja. Sehr gut. Los geht's, weiter geht's. Mann, ich hoffe, wir werden diesen Boss finden, weil ich habe irgendwie jetzt die Schnauze schon mal voll von dieser Mission. Weil das ist ein reiner, ja, reiner Labyrinth, wie der Name schon sagt. Ich hoffe, wir kommen zu dem Boss. Irgendwann mal. Weil ich will noch, eigentlich, eigentlich wollte ich noch verteidigen, weil in 3 Tagen müssen wir unser Schloss verteidigen. So. Und wir sind nicht mal zum Boss gekommen. Und ich bin schon voll. Also ich habe so viele Sachen hier gesammelt, dass ich schon mal voller bin. Ja, da seht ihr schon. Kann ich mal gleich die Sachen hier abwerfen. Was wir so nicht brauchen. Wie zum Beispiel diese Sachen hier, die werfe ich einfach ab, weil, wie gesagt, also die sind gar nichts wert. Neun. 20, also ich glaube, ja, am besten werfen wir die Sachen, die kleinen Sachen hier ab. Die haben keinen Wert. Na, Moment, Leute, es dauert natürlich, ich weiß, aber wir brauchen Platz. Die Schlüssel sind auch hier ziemlich viele. Ich glaube, ich mache, wir gehen dann zurück in unsere Hütte. Da lege ich die Sachen mal ab. Bist du was wert? Naja, unter 1000 wollte ich eigentlich alles wegwerfen. Unter 1000 ist das nichts wert. Meine Meinung. Ja, okay. Die sind 13, also die können was wert sein und ja, die können. Siren, was hast du hier eingesammelt? Diese Pfeilen, eigentlich brauche ich die nicht, weil ich habe keinen Bogenschützen. Ich wollte zwar machen, 21, 20. Sag mal, die sind besser. Hat jemand von euch
14. Kannst du es einsehen? Nein, dann Level 15. Zieht man die an? Okay. Also ihr seht auch die Schuhe. Schade, dass man die nicht einsetzen kann. Und das finde ich immer noch schade. Tut mir leid, wir müssen jetzt das Ganze wegwerfen. 16, 21. So. Ich hasse diese Heilungen, die sammeln sich automatisch, wenn man läuft. Und die sammeln sich dann automatisch ein. Genauso wie Schlüssel. Entweder habe ich sie gar nicht mehr oder einfach zu viel. So, wir haben hier alles abgelegt, das ist gut. Jetzt muss man nur noch. Wo muss man eigentlich hin? Also hier kommen wir nicht weiter. Da liegen aber Sachen und hier müssen wir durch, oder was? Genau, und da ist noch eine Truhe. Ich brauche nur kein Ammo. Ich brauche nur das genauso. Das ist 13 und das brauche ich nicht. Die sind 12. Kann sein, Leute, dass die meistens könnte sein, dass zum Beispiel bei ihr. Nein. 18, ja. Die sind 12, die sind. Die sind nichts wert. Schmeißen wir mal weg. Die sind 12, die sind 20 wert, okay. Weiter geht's. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal zum Boss. Ne? Ich glaube, wir sind schon zum Boss gekommen. Nein, ist nicht. Das ist einfach eine Elite-Einheit, weil ich sehe diese goldene Kiste nicht. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Diese riesen goldene Kiste, wo normalerweise sehr viele Sachen rumliegen. Und sehr gute Sachen. Nein, diese Cup will ich nicht haben. Wo ist jetzt der Boss? Was ich jetzt meine, wenn hier jetzt nichts weitergeht, ne? Also hier geht es nicht weiter. Da geht es weiter. Okay. Ich hoffe, wir kommen langsam zum Boss, weil das ist echt nervig. Also die längste Mission ever. Ich wollte noch verteidigen, Leute. Wie gesagt, also vielleicht klappt sogar nicht. Also mit der Verteidigung. Aber wir sind zum Boss gekommen. Das ist die längste Mission ever. Das ist das längste Level. Jetzt. Nerv nicht. Hat dir was das gebracht oder was? Ich will das hier haben. Dämonen. Ist das was wert? 17.000 ist das wert. Und 42 Verteidigung. 42, 44. Oh. Ja, okay. 22, 18. Level 15.
Leute. Leute, Leute. Müssen wir da alles wegschmeißen? Moment, aber nicht hier. Sondern hier schmeißen wir weg. Ich überlege gerade. Erinnert euch an diese Mission, wo ist der Boss? Ich glaube, da war der Boss da, aber der ist genauso wie hier irgendwie im Stein festgebackt oder so. Es könnte so sein und ich habe einfach den nicht gesehen. Das könnte schon sein, dass er in den Stein festgebackt ist. Der ist besser. 39. Also der ist besser. Der ist 39,9 plus 9. So. Und jetzt langsam könnte das sein, dass, ja, das könnte zum Beispiel sein, dass das Ganze einfach so ist. 42, 42, und du hast 44, und du hast 39. Kann sein, dass du das hier anziehen kannst. Kann schön sein. Oh ja, das ist von dem, da, wo man das startet. Das hat sie diese Outfit. Kann sein, dass der Boss, weil der Boss ist noch nicht besiegt, dass der Boss irgendwo hier im Stein gebackt ist und man sieht ihn einfach nicht. Das ist das Problem. Irgendwie dieser Update bringt an sich viele Bugs mit sich, besser gesagt. Und da, die da stehen, glaube ich, so, vielleicht finden sie den Boss. Vielleicht finden sie den Boss. Jungs finden, Ladies finden den Boss. Finden den Boss. Weil auch hier ist kein Boss da. Irgendwie langsam bekomme ich das Gefühl, ich werde verarscht. Normalerweise ist der Boss da, wo dieser goldene Kiste ist, also goldene Truhe. Aber okay. So, gut Leute, ich weiß nicht, wo jetzt der Boss ist. Also der Boss ist nicht da. Wieder mal. Aber okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Trotz diesen Bugs hier. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.